Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu dieser Folge Sims 2 YouTuber Dorf. Ja, ich habe mal 4 YouTuber erstmal erstellt. Es fehlen aber noch ein paar, aber da macht ja nichts. So, wen habe ich denn hier alles erstellt? Einmal Fitnessflow. Dann habe ich hier die Zockermimi. Die Honeyball, also Honeyball LP und Daniel von simfans.de. Ja, wir werden jetzt gemeinsam ins YouTuber-Haus ziehen, neues Haus suchen. Ich habe hier unten auch mal ein bisschen gecheatet, weil sonst hätten wir uns das nicht leisten können. Und ja, kannst mal ein Haus suchen. Und ja. Das hier ist die Honeyball, Daniel und Zockermimi. Und ja, wie ihr seht, ich habe hier auch einen Laptop, ich habe ein paar Accessoires gedownloadet. Was möchtest du machen? Eine Party veranstalten. Den Wunsch kann ich dir sehr gerne erfüllen. Möchtest du irgendwas? Job in der Verbrecherkarriere? Ja, können wir machen. Sims ausziehen lassen. Honeyball, Zockermimi und Daniel. Ja, okay. Du möchtest, dass die ganze Familie ausziehen, dann werden wir umziehen holen in der Nachbarschaft, damit die Familie auszieht. Ja, so. Dann kannst du auch gleich mal. Also einige Nachbarn sind vorbei, der interessiert. Spielen die Sims 3. Was? Ich bin der, ja. Ja. Habe ich eigentlich eine Anlage hier? Ne. Das ist jetzt so ein Haus, wo ich sie erstmal einziehen lassen habe. Ja. So. Bevor ich jetzt hier. Hör mal auf. Hör auf, hab ich gesagt, geh mal hier hin. Ich zeige euch auch gleich das YouTuber-Dorf. Gehen wir erstmal dahin. Nehmen uns den. Ziehen den da rein. Geht das nicht? Inventar, ja. Wie ist das denn da jetzt rein, Mann? Ich sag, dann verkaufen wir dich. Das verkaufen wir auch, aber brauchen wir jetzt nicht. Alles, was sie brauchen, haben sie im YouTuber-Dorf. Das verkaufen, da gehört eigentlich zum Haus, egal. Wir verkaufen mal hier das ganze Haus. Gehört uns zwar nicht, aber ein bisschen Geld haben ist ja etwas Schönes. Theke von all. Oh. Achso. Jetzt kann ich es, glaube ich, verkaufen. Ne? Telefon brauchen wir nicht. Ist oben irgendwas verkauft. Das Bett können wir verkaufen. Das ist doof. Okay. Wir lassen soweit das Klo und so. Ansonsten ist hier nichts. Kann ich die Zeitung verkaufen? Ne. Da in Gebrauch ist. So. Ja, jetzt werden wir mit der Familie umziehen. Dafür gehe ich jetzt einmal hier in die Nachbarschaft. Und ja, der sieht der Tal. Der ist, egal. Einfach hier so ein Tal. Ich kann die Stadt ja auch umwählen auf Screen. Ah, das ist normal, dass das kommt. Ich weiß nicht wieso, das lädt dann halt immer noch ein bisschen nach. Oh, kleine Wölkchen. Aber in der Zeit können wir ja noch schon mal die
Ne, wartet. Ah, hier. Ihr persönlicher Besitztümer werden gegen diese Monats eingetauscht. So. Jetzt haben wir die hier. Warte mal, wo sind denn die anderen, die ich hier noch hatte? Aber die wollen wir da hinten. So, und hier befindet sich das YouTuber-Dorf. Ich hoffe, das wird jetzt hier auch mal ein bisschen heller wieder, weil das ist scheiße, wenn es so ist. Komm, mach. Wir können das kaufen. Das hier kostet 200 noch was. Deswegen habe ich auch ein bisschen gecheatet. Ich hätte, und ja. Soll Familie Flo hier einziehen? Ein, Kosten 202. Ja, genau. Hier haben wir Daniel, ich, Zocker Mimi und natürlich Hannibal. Ihr könnt entscheiden, wer noch ins YouTuber-Dorf einziehen soll. Ich hatte erst am Anfang gedacht an Bibi, aber ne. Oder die Lochis vielleicht. Ah, keine Ahnung, werden wir gucken. Apropos einziehen, ich bräuchte noch eure Hilfe für ein Projekt, für ein Community-Projekt. Das Community-Haus. Wenn ihr ins Let's Play wollt, dann. Ja, dann müsst ihr mir das sagen. So. Aber ich kann es hier zuspielen. So. Also hier ist das. Hier ist das Gemeinschaftshaus für alle. Dann ist hier ein Pool. Hier sind zwei Schrottkarren, die man aufwerten kann. Und ja, also hier mit dem Fundament, das war eigentlich nicht so geplant. Hier der große Pool. Hier dann halt so eine Tanzfläche. Und ja. Dann gucken wir uns das erstmal hier an. Dann gehen wir eine Etage tief. Also, hier haben wir eine Toilette, hier haben wir halt den Fitnessraum. Hier einfach auch nochmal so ein Hobbyraum. Und ja, hier vorne hängt sogar eine Dartscheibe. Also hier können die Männer und Frauen Sport machen. Hier eine Geige, eine Ballettstange und Klavier. Und hier vorne findet sich so ein komisches. Ein komisches Apparatteil, was auch, glaube ich, schräg steht. Oh, jetzt. Und ja, dann gehen wir eine Etage tiefer. Und hier befindet sich dann halt Wohnzimmer mit Kamin, Bücherregal und so weiter und so fort. Hier ist die Küche, die ich total schön finde. Das hier ist mir auch sehr gut gelungen, finde ich. Ja. Wie schon gesagt, hier ist der Riesenpool. Und ja, dann gehen wir mal noch eine Etage tiefer. Hier ist der Keller, hier stehen zwei Betten drin. Aber das macht ja nichts. Hier ist dann auch nochmal so ein Aufenthaltsraum. Und ja, hier oben sind die Schlafzimmer, hier ist ein Schrank und ja. Also in dem Gebäudekomplex werden die Sims halt wohnen. Und schlafen und. Ach, sie sind die anderen beiden. Aber egal, so, Daniel spielt mit Hannibal Ball. Was möchte ich machen? Nichts. Kannst du mal hier an dieser komischen Karre arbeiten? Arbeiten an Motor. Sie beobachtet Vögel, die liebe Chocker-Mimi. Die bitte Hannibal hat genug Begeisterung für Sport entwickelt, um andere Sims darüber zu reden. Ja, das ist doch perfekt. Muss ich nochmal gut nach unten. Dann kannst du mal kurz hier verwenden. Ja, das werden wir natürlich auch öfter spielen. Hunger, dann kennst du. Was möchtest du eigentlich werden? Job in Sportlerkarriere machen, okay. Kannst du mit Flaschen ja nach dem Servieren, Mittagessen servieren? Servieren mal Sandwiches. Ja.
also hier drunter unter dem Gebäude ist nichts außer nichts. Ach. Und ja. Hannibal, wie geht's dir? Du hast Harndrang, ne? Kannst du mal hier verwenden. Benutz das mal. Der liebe Daniel. Oh, der hat auch Harndrang. Ich glaube, hier oben haben wir auch noch ein Klöchen. Ja, genau. Ja, nichts duschen. Kurz drehen. Och. Benutz das mal. Der liebe Zocker mit mir kocht ja gerade. Hoffe ich doch. So wie sich anhört. Ich finde die Küche echt schön. Und ja, so werden wir das dann, also nicht dieses Grundstück, aber auch so, werden wir das dann halt auch im Community-Haus machen. Und ihr könnt dann auch entscheiden, ob da ein Schloss wird, eine Villa oder sonst was. Hier ist dann halt die Bar. Was mir gerade auffällt, ist, dass die Musikanlage hier nicht steht. Du bist halt in anderen Farben, genau. Pink. Oh, wir nehmen jetzt das hier. So, kostet zwar 3000 Dollar. Die Bar verschiebe ich nochmal ein Stück nach da. Hier können sie dann halt. Ja, müssen wir mal kurz hier rüberziehen. Und ja, das soll hier dann halt so eine kleine Tanzfläche werden. Daniel, du bist auf Toilette, du hast Hunger, ne? Ach. Hier, ich spiele mit dem Ferrari. Ach. Sollst du nicht eigentlich das Auto da reparieren? Aber in einem Motor. Du kannst dann mal mit dem am Motor arbeiten. Wenn die Autos dann halt repariert sind, kann man damit natürlich auch fahren. Finde ich voll cool. Hoffe ich doch. So, ach ne, komm mal hier zum Essen. Essen. Du hast auch Hunger. Essen. Und Honeyball, du kannst. Einige Nachbarn, boah, ja, das interessiert mich nicht. Essen. Und ja. Wenn wir mal ein paar Screenies machen, ja. Ach. Boah, was? Wer bist du und was machst du auf meinem Grundstück? Wo bist du jetzt hin? Wer ist das denn? Jon Spritzel. Spitzel. Stimmt, wie so ein Stalker war. Ich glaube, ich muss mal eben Baumodus. Pipette. Nein, das nicht. Baumodus. So. So. Wenn wir da noch ein Türchen reinmachen, was wir da noch abschließen werden. Welches haben wir denn da vorne eigentlich? Okay, ich glaube, das ist das hier, ne? Ne, dann war das das. Das hier haben wir. Ja, dann auch. Und. Ja, geht das hier nicht rein? Muss er in der Wand platziert werden. Ist doch in einer Wand. Ja, müssen sie halt immer außen rumlaufen. Ist mir auch egal. Nur, dass die halt hier dann nicht immer ständig reinkommen. Weil irgendwie doof ist. So, machen wir weiter.
So, we are. Wie ihr Umgebung? Nein, ich muss das Tor hier vorne abschießen. Spielen kannst du mit mir. So lange ich in die Häuser reingehen. Ja, da ist keiner. Müsst da schon hierher kommen. Reste weglegen. Daniel, du bist noch. Kannst du mal hier den. Dann kannst du mal das Auto da hinten reparieren. Was? Dann kommen wir uns hier raus. Nee. Aber ein Motor. Was hast du denn? Spaß. Dann, mach mal hier den DJ. Zocker mit mir als DJ. Das kann ja noch was werden. Das kann cool werden. Ja. Hanni hat ein bisschen Spaß, die Umgebung ist so. Ja, okay, wir gehen ja schon schlafen, Mann. Reg dich ab, Junge. Wie das sich hier voll aufregt. Welches Bett nimm mal denn? Rappel nimm mal das. Schlafen. Schlafanzug. Daniel repariert das Auto. Du sollst das Auto reparieren, habe ich eigentlich gerade. Hallo, was ist denn jetzt hier los? Was möchtest du machen? Spielen. Du hast doch. Zuschließen. Nur Haushalt zulassen. Jetzt husch. Wer ist das überhaupt? Du gehst Billard spielen, wa? Du gehst hoffentlich schlafen. Du brauchst kein Billard spielen. Was machst du? Du bist immer noch Billard am Spielen. Was macht denn die Bitchkamimi? Die hat schon wieder Hunger, die Hunger. So, dann, Achso, sie ist am DJ machen, wa? Cooler Sound. Mann. Zocker, Mimi. Aber es hört sich gut an. Könnt ihr nicht hier tanzen? Wie geht es dir? Den Schlammbader tanzen. Kann ich nur machen. Faul rumhängen. Ja, dann ist schon besser. Du? Auch mal den Schlammbader tanzen. Das habt ihr euch nicht verdient. Ihr habt so ein geiles Haus hier, ne? So ein geiles Grundstück. Sogar ich hab grad voll Spaß, ihr zuzugucken. Utz, 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 utz. Ja, geil. Kommen sie denn jetzt? Wo ist er denn?
La Sound, ja, wo ist denn jetzt hier? Ich habe gesagt, du solltest den Schlambada tanzen. Dann ist auch nur, dann kannst du ja auch Schlambada tanzen. Was macht er? Er schläft, wa? Ja, er schläft hier in seinem Bettchen. Hunger, Hygiene. Kannst du mal duschen gehen? Kannst du duschen gehen? Wir. Ja, wo bleiben? Emma. Wo bist du denn? Hä? Also tanzt da den Schlambader. Warte mal eben. Hier hingehen. Wo bist du? Das ist bestimmt da unten. Ja, du solltest nachher zu hier hingehen. Kann man auch mit dem Grund nach oben weiter? So. Kannst du hier schon weiter tanzen? Genau so hatte ich das doch vor. Kommst du bitte hier hin? Du kannst mal Tanzwettbewerb Schlambada alleine Tanzwettbewerb mitmachen. Warum tanzt ihr denn da oben? Das hier geht mir nicht um Sack. Was machst du? Und hier geht's so weit gut, ne? Wer ist das denn da? Kannst du mal auch. Ah, was ist denn los? Tanzwettbewerb. Was ist denn hier los? Du kommst ja nicht runter. Oder du rennst einfach. Da ist unsere DJ Zockermimi. Hallo, mir ist zu Euro. Ja, auch. Hoppala. Oh, ihr habt alle Hunger. So, Daniel hat Hungerchen. Reste nehmen. Ach, guck mal, ich komme auch gerade an. Was mache ich? Kannst du auch Reste nehmen? Ja, kannst du auf Klo gehen. So. Warum ist die Kamera immer so doof? So. Kannst du eigentlich heute noch hier Tanzwettbewerb?
Wenn das gerade im Hintergrund hört, sind es Kinder, die hier gerade herumbrüllen. Ja, Gott. Guck, das ist natürlich sehr cool, was die Katze in. Ich wundere mich. So, meine Lieben. Das war's mal wieder von der ersten Folge Sims 2 YouTuber Dorf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche YouTuber ihr noch sehen wollt. Boah, seid leise da noch. YouTuber ihr noch sehen wollt. Und schreibt auch gerne in die Kommentare wegen dem Community Haus, was ich dann anfangen werde, sobald ich eure Nachrichten habe, dass ihr einziehen wollt. Und dann wird das halt gemacht. Deswegen würde ich sagen, war es das. Wir sehen uns in einer nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.